Yo Leute, was geht? Zu diesem kleinen, aber sehr, sehr feinen Update hier von mir. Ich muss tatsächlich sagen, ihr wart noch nie so schnell so live dabei, weil es ist jetzt 15, 16 Uhr und ihr seht das Video jetzt hier abends um 19 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt nur 4 Stunden Unterschied. Es ist hier ein bisschen windig, es ist sehr, ich wollte gerade sagen nass, es ist sehr heiß. Und tatsächlich sind hier ganz schön viele Leute unterwegs. Das ist tatsächlich genauso wie in Deutschland gerade, dass sehr viele Spanier gerade Urlaub machen. Und wir sind jetzt hier bei der Cala des Moros oder so. Und Leute, zieht euch den Hasen hier mal kurz rein. Ich wollte euch das hier mal ganz kurz zeigen, wie wunderschön das hier ist. Es ist wirklich, ja, unbeschreiblich, was Mallorca zu bieten hat. Wir werden ja noch in den nächsten Tagen, wie ich euch ja schon mehrfach angekündigt habe, hier sehr viel rumreisen, auch alleine dann unterwegs sein. Ich weiß gar nicht, ob Marc, ach ja, hier. Marc steht noch da vorne mit Joalina. Wir sind hier alle am Start, genießen hier die Zeit gerade noch ein bisschen. Ich hoffe, man sieht das hier. Es ist nämlich echt mega nice. Maddie ist im Auto geblieben. Alter, du bist ja selber schuld. Guck mal, wie geil. Ey, wirklich, das sieht... Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie Karibik, aber wir sind ja auch gar nicht so weit weg, oder? Leute, und ich wollte euch nochmal fragen, habt ihr vielleicht für mich noch irgendwelche Tipps bezüglich Mallorca? Es gibt ja viele von euch, die hier schon echt oft waren, die geheime Spots haben, wo man wirklich sagt, da ist man wirklich fast alleine, so kleine Buchten, coole Strände, geile Restaurants. Da würde ich das nämlich nochmal extra in meine Videos einbauen für euch, in meine Vlogs, die dann jetzt bald kommen. Wie gesagt, ich werde gleich dieses Video tatsächlich im Auto schneiden und einfach so hochladen, aber wollte euch einfach mal kurz schöne Grüße bestellen und einfach mal das Beste hier mitnehmen. Und ja, ich guck mal eben kurz, ob Marc hier gerade eine Story macht. Hier ist es tatsächlich nicht so windig. Bro, was sagst du? Wie gefällt's dir hier? Richtig schön. Also traumhaft. Geiler Luftzug hier. Ich glaube, da gibt es gleich eine Arschbombe ins Wasser, von, oder? Von hier, ja, oben. Ja. Gucken wir mal, bei hier in San Miguel hat an der Bar da drüben. Joalina, holst mal 2 Bier? Okay. Nein, Spaß. So, wir werden uns ja auf jeden Fall hier jetzt nochmal diesen Blick hier gönnen. Aber es ist ja auch gar nicht so voll, aber schon extrem windig. Ne? So, jetzt zieht der Wind rein. Ich gehe nochmal kurz nach vorne. Ich bin sofort fertig, Jungs. Und Mädels. Ach, geil, ey. Ja, der Plan für heute, Leute, wir werden jetzt noch gleich nach Hause fahren, noch mal 1,5 Stunden. Es war ein bisschen Fail, das seht ihr noch bei Marc und Maddie in der Instagram-Story. Wir haben es ein bisschen verkackt, wir wollten zu einem Strand, der war halt leider irgendwie ein bisschen zu voll. Aber wir haben heute Burger geholt, werden heute noch richtig schön grillen. Der Stevie geht an den Grill und wird noch mal richtig fein Burger braten. Und Leute, ich wollte euch eigentlich nur ein kurzes Update geben und kurz euch Hallo sagen und beste Grüße bestellen hier aus Mallorca. Von Cala de los Moros. Leute, sorry für dieses kleine, aber dennoch feine Update. Ich hoffe, euch geht's gut. Nur ganz liebe, schnelle Grüße. Freunde, haut rein, schönen Abend euch noch. Wir sehen uns übermorgen mit einem längeren Video. Bis dann. Das muss man schon sagen, das ist wirklich eine 1. Und nochmal der Shot fürs Fotoalbum. Tschüss, Leute. Hashtag Good Vibes.